Juhu an alle, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Ich habe jetzt auf mysteriöse Art und Weise geheilt, indem ich mal kurz gestorben bin. Im letzten Part haben wir angefangen, hier das Rätsel zu lösen. Das Secret wollte ich sonst öffnen, aber der Rest hat dann irgendwie doch geklappt. Dieses Tor da oben hat sich geöffnet. Was nicht funktioniert hat, war Plan A. Hier hochklettern, nenne ich es mal. Ich kann das mal kurz machen. Und dann da drauf springen, das hat schon mal nicht funktioniert. Aber von diesem Turm aus könnte ich mir vorstellen, dass es klappt. Andere Idee habe ich jetzt jedenfalls nicht, denn wird sonst schwierig, so da hochzukommen, ne? Okay, das heißt, wir können jetzt auf diese wunderschöne Säule drauf. Wir spielen bei der Wii immer noch auf schwer. Und das Ganze ist immer noch blind. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Okay, wir sind hier drüben. Das lief dann doch ziemlich gut. Wir nehmen die Treppe, würde ich sagen. Ja, wir nehmen die Treppe. Wobei der Haken wieder zu eilt, irgendwas damit zu machen, ne? Hätten auch die Treppe nehmen können. Okay. Oh, jetzt können wir ganz elegant den Hebel drücken, um die Tür von innen aufzumachen. Um eine Falle dabei aufzulösen. Okay. Damit machen wir den guten Pier. Ah, I see. Okay, das heißt, wir müssen sie sogar aufmachen. Wow, Schreckmoment. Damit rechne ich nicht, dass wir immer mit der Gegner spawnen. Das ist doch unfair. Und dass die dann auch verschwinden, ist auch sehr schön. Heißt, wir müssen die jetzt darüber rollen. Okay, dann macht das Sinn. Heißt, die Tür da oben ist jetzt auch zugegangen, wenn wir es runtergerollt haben. Und ja, sieht aber auch sehr anders, wie das rollt. Ich will, also nicht das Ganze, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ist, die Steuerung ist perspektivenabhängig. Ich weiß nicht, wer das verbrochen hat. Das heißt, wenn ich jetzt, ich demonstriere das mal, also ich rolle den jetzt nach hinten und schwenke dabei die Kamera. Das heißt, ja, das zieht alles hinterher. Also, wer das verbrochen hat, das ist echt perspektivenabhängig. Also besonders halt, wenn man im Kraft-Marmor ist, also in der Villa von der Lava, und durch Türen geht, dann schwenkt die Kamera so, dass die Kamera vorhin ist und durch Tür geht, ja. Und das ist echt mal ein Krampf. Egal. Okay, gehen wir weiter hinunter in die Katakomben, falls es überhaupt welche sind. Ich glaube nicht. Dann ist es einfach nur eine normale Wendeltreppe, die irgendwo in den Keller geht. Katakomben sind das noch nicht, aber es könnten welche werden, oder? Was sagst du dazu, Lava? Hier ist nichts Wichtiges. Schade. Ach, wirklich, Lava? Und hier? Hier ist nichts Wichtiges. Wow, hier geht's echt ziemlich weit runter. Wir haben einen Enterhaken, mit dem wir was machen können. Da ein Hebel, wo wir ran müssen, und da ein Hebel. Und da steht auch was Cooles. Ich glaube, es sind. Jetzt fangen sie an, die griechischen Götter zu werden, obwohl ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich dachte, es wäre irgendwo in England. Das war doch Sand noch was. Wow, okay. Würde ich sagen, wir versuchen erst mal ganz gekonnt irgendwie an die Hebel ranzukommen. Ich fange mal mit denen da drüben an. Wir müssen nämlich ganz gekonnt hier und jetzt das Teil dran machen. Und dabei tue ich treffen, habe ich gesagt, nach treffen? Ich habe treffen gesagt, oder? Also, wir springen nochmal darüber. Versuchen wir es einmal direkt dahin zu springen. Lava, was machst du? Freitod! What the fuck? Ich dachte eigentlich, das funktioniert ganz gut, wenn ich hier ankomme und dann... Springen! Okay, ich versuche nochmal mit den Enterhaken. Ja, was soll's. Statistik, sowas gibt's ja nicht. Ich bin nämlich schon viel zu oft gestorben, irgendwas gute Statistik zu haben. Hä?
Aber das ist doch die Lösung. Ich muss hier meinen Haken dran schmeißen. Hä? Das funkt. Muss ich das funktionieren? Muss ich einfach vorwärts laufen oder? Das funktioniert doch mit den Haken dort. Bin ich nicht nur zu doof, die Steuerung zu benutzen, ne? Ah! Okay, so ein Rätsel ist es natürlich. Das kann ich natürlich nicht wissen. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen easier. Da ich mir schon gedacht, dass mir irgendwie hinkommt. Okay. Wie oft sind wir schon gestorben? Seht ihr mal mit? Können wir es bei denen auch machen? Okay, wir müssen da. Boah, bitte nicht runterfallen, der war. Ich weiß, du bist schon sehr oft runterfallen und sehr oft gestorben an dieser Stelle. Aber das müssen wir echt nicht wiederholen, wenn es nach mir geht. So, man kann da doch dran springen. Das erzählt mir keinen Scheiß. Wusste ich's doch. Warum hat ihr das gerade eben nicht gemacht? Ja, schwingen bitte. Und ich werde angerufen. Einen Moment bitte. Da bin ich wieder. Oh Gott, ich habe es gerade extrem lange telefoniert. Aber okay. Wir waren bei 6 Minuten Aufnahmezeit, glaube ich. Okay, dann können wir jetzt noch ein paar ranhängen. Wir sind jetzt gerade rübergesprungen, genau. Wir wollen diesen Hebel drücken. Und das sieht auch sehr elegant aus. Und Viecher! Ja? Oh nein, das sag ich nicht, die backen unter den Teil rum, oder? Also die KI der Tiere, ja, die KI der Tiere ist echt der Tod. Echt der Tod, die KI der Tiere. Wer das verbrochen hat. Das ist echt nicht mehr schön. Ups, das war ein bisschen zu viel. Oh, wir haben. Da ist ein Medipack. Genau da. Okay, jetzt können wir ja von unten hoch, wenn ich es richtig sehe. Das wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich daran. Und von hier. Lass ich mal fallen, Lerber. Lerber, fallen lassen. Nach da. Und hier ist auch eine Leiter ins Nichts. Wow. Ich meine, ich hätte gerade was Rotes gesehen. Yay, Midi-Pack. Ja, wir können. Und auf diesen Hebel schießen. Das ist ein sehr lustiges Rätsel hier. Auf jeden Fall immer sehr gefährlich, wenn man überall abstürzen kann. Das bringt mir. Ah, jetzt kommt man da irgendwie. Ich muss doch erstmal diesen Hebel da oben irgendwie drücken, oder? Von da nach da und irgendwie in die Mitte. Nach da. War ich da nicht gerade? Genau, ich muss nach da, muss ich. Ach genau, da war ich ja gerade richtig. Jetzt muss ich wieder runter, okay. Ich muss nämlich hier hoch, okay. Das hätte ich jetzt gerade irgendwie halb verpennt, das Rätsel machen wir jetzt mal noch. Von hier nach da. Oder so. Von da wahrscheinlich. Von da. Nach da, nach da und dann nach oben, okay. Ich habe jetzt dummerweise, ich habe jetzt kein Zeitgefühl, wie weit ich hier aufgenommen habe. Weil gesagt, ich habe jetzt über 10 Minuten telefoniert. Wenn die Folge jetzt etwas zu kurz wird, tut es mir leid oder zu lang. So, perfekt. Perfekto. Ich gehe jetzt auch wieder was in die Mitte auf wahrscheinlich. Genau.
Yay, das macht es ein bisschen leichter, glaube ich. Hallo Lehrer, na, schaust du mir ins Gesicht? So. Jetzt wieder hier runter. Und fallen lassen, dann hier rein springen. Ja, du darfst da, wa? Du musst, ich hätte es ja nicht unbedingt fest. Und wir müssen da hin. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch, damit ich in der nächsten Aufnahme weiß, was ich tun wollte. Die Frage nur ist, wie? Aber wahrscheinlich jetzt, ich muss jetzt hier so schräg dran springen. Hoffentlich funktioniert das. Genau, jetzt nehme ich hier hoch. Dann hier seitwärts rüber. Hier hoch und mit einem Sprung, den sie eigentlich schaffen müsste, da dran. Uah. Da lang kriechen. Okay, das musste ich glaube gar nicht tun unbedingt. Fallen lassen. Bevor ich da irgendeine Falle auslöse, da lang und bam. Okay, Leute, wenn die Folge jetzt zu kurz oder zu lang ist, es tut mir leid. Im nächsten Part geht's auf jeden Fall hier weiter. Bis dahin, ciao.